Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit euch zusammen ein paar coole, neue Produkte ausprobieren. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, im Prinzip ist das ein Try-on-Haul von Make-up oder auch, ja, so ein paar Produkte, die ich aber auch schon da hatte, einfach um das Ganze komplett zu machen. Ich starte aber mit einem Duft. Und zwar habe ich mal wieder den Fehler gemacht und habe mich influenzen lassen. Nein, ja, es ist, wie es ist. Ne? Maxim hat ein Video hochgeladen, da hat er zum Beispiel auch diesen Duft von Fenty gezeigt und gesagt, das ist ein richtig toller Duft ist, der hammermäßig abgehen soll und der kostet einfach mal 130 Tacken. Ja, ich habe ihn mir bestellt. Ich habe den vor 3 Stunden drauf gemacht. Einen einzigen Spritzer. Also nur hier tatsächlich. Seht ihr gar nicht, ne? Hier so. Im ersten Moment mochte ich den gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, der war mir zu zitrisch, zu intensiv. Jetzt so im Laufe der Zeit ist der ein bisschen süßer geworden. Etwas gourmandiger, sagt man ja. Da mochte ich den tatsächlich dann immer mehr. Und jetzt ist er immer noch leicht da, aber weitestgehend verflogen. Ich kann euch auch hier mal die Duftnoten einblenden. Also ich finde ihn schön, würde ihn aber auf jeden Fall eher als Abendduft verwenden, weil ich glaube, tagsüber wäre er mir persönlich einfach zu viel. Ich habe jetzt aber auch gesehen, als ich da bei Sephora bestellt habe, dass ich die Möglichkeit habe, die Kajali-Düfte in der kleinen Größe zu holen. Das heißt, in diesem Video gibt es auch nochmal 2 Kajali-Düfte zu erleben, sage ich mal. Den kannte ich noch gar nicht, Vanilla 28. Das ist so eine kleine Größe davon, wie gesagt, ne? Und den Pistachio, den gebe ich mir am Ende auf, aber den hier möchte ich mir jetzt einmal aufsprühen, den kenne ich noch gar nicht. Sehr, sehr süß, aber nicht so wie Burberry Goddess. Der ist jetzt nichts super Besonderes, um das mal so zu sagen. Der riecht irre süß, irre angenehm. Die Tonka-Bohne riechst du auch auf jeden Fall raus. Also Vanilla, Orchid, Tonka Absolut, Brown Sugar, Amber Woods und Musk sind hier die Duftnoten. Und die riechst du auch, also definitiv. Und ich mag auch gerne Kajali-Düfte. Ich hatte schon ein paar Parfümproben von denen da. Und den werde ich mir wahrscheinlich mit runternehmen, dass ich den jetzt quasi als Tagesduft habe. Wir starten mit neuem Make-up, was wir ausprobieren. Hier bin ich ein bisschen enttäuscht, dass diese Verpackung von diesem Produkt aus Plastik ist. Das ist ja wirklich traurig. Das ist Water Jelly von Huda Beauty Hydrating Primer. 35 ml sind hier drin. Immerhin ist es ein bisschen mehr als normalerweise. Aber wirklich, das fühlt sich super günstig an. Huch, ja, kommt hier auch wirklich gelig flüssig raus. Oh, wirklich wie Wasser. Oh, sehr, sehr schön. Könnte sehr gut jetzt auch für den kommenden Frühling und Sommer passend sein, ne? Für die, die jetzt vielleicht nicht ganz so super reichhaltige Texturen mögen. Stark parfümiert auf jeden Fall. Und da rieche ich jetzt nicht nur den Duft auf meinem Handgelenk. Sehr sticky wird das. Aber im ersten Moment kann der schon mal was. Das war in einer Box drin. Ich habe nämlich diese Sephora Favorites Box 2023 bestellt. Die war krass reduziert, Leute. Und da waren allerhand Make-up-Produkte drin. Da habe ich jetzt hier von Ole Henriksen Banana Bright Vitamin CC Stick. Das ist ja ein Color Corrector / Stick Concealer. Den trage ich mir doch jetzt einfach mal direkt hier unter den Augen auf, um zu gucken, ob der auch quasi ohne Make-up tragbar ist. Ja. Guck mal, der ist richtig gut. Also sehr dezent. Das ist halt eher so in die gelbliche Richtung auch. Das heißt, der wird dir jetzt nicht unbedingt die krassesten Augenschatten abdecken, aber halt so Rötungen deckt er bei mir ganz gut ab. Das funktioniert. Also den nehme ich direkt auch mit runter. Manchmal habe ich halt auch die Tage, wo ich dann mich abends auch nicht unbedingt schminke, sondern einfach den ganzen Tag ungeschminkt bin, den ganzen Tag im Büro bin quasi. Da ist der gut. Hat eine leichte Pflege mit dabei. Und Vitamin C können wir alle gut gebrauchen. Ne? Das ist dann auch noch nachhaltig aufhellend. Dann habe ich hier von Fenty Beauty, diese Stick E-Drop Geschichte, Blur and Smooth Tint Stick, habe ich mir in der Farbe 1 schon vor Monaten mal bestellt. Der liegt nach wie vor hinter mir und möchte ausprobiert werden. Das ist einfach so ein Stick und guckt euch mal an, wir haben hier so viel Farbe drin. Ich glaube, das hatten auch viele schon erwähnt mal, ne? Genau, den gebe ich mir jetzt einfach erstmal so auf. Ich weiß gar nicht, wie viel gibt man sich davon auf? So, und sowas kann man ja normalerweise ganz gut mit einem Pinsel dann verteilen. Ich mag ja auch gerne diese E-Drop Foundation, also die ganz normal, ja, Liquid Foundation ist, ne? Mal gucken, ob der Foundation Stick da mithalten kann. Habe ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht so viel auf YouTube von gesehen. Lässt sich auf jeden Fall mit dem Pinsel jetzt gut so verteilen. Verbindet sich toll mit meiner Haut. Da brauche ich jetzt auch nicht irgendwie ein Schwämmchen, um den groß einzuarbeiten. Hat eine leichte Deckkraft, aber ich finde,
Das ist ein schönes Alltagsprodukt, Leute. Mag ich auf jeden Fall leiden. Sieht vielleicht noch ein bisschen fleckig aus. Das liegt aber auch ein Stück weit an meiner Haut, eben weil das auch eine leichte Foundation ist. Könnte man das gegebenenfalls noch stellenweise aufbauen. Mache ich persönlich ja lieber mit meinem Concealer dann gleich, aber so gefällt mir das schon mal. Ist das jetzt ein Blurring-Produkt? Nee, das blurrt nicht, ne? Also meine Haut sieht immer noch Feuchtigkeit gespendet aus, aber es ist ein cooler Foundation Stick. Dann habe ich jetzt hier von Natasha Denona mir den Concealer wieder gekauft, aber hoffentlich in der richtigen Farbe. RN1 ist hier die Farbbezeichnung. Ich hatte den nämlich leider in viel zu dunkel und meine Farbe, die ich da auch online gesehen habe, müsste RN1 sein. Ist nämlich so schwierig, da die richtige Farbe zu finden. Bei dem Produkt ist wirklich weniger mehr. Übertreibt da nicht, ne? Ich trage mir den jetzt auch ganz vorsichtig auf ein paar Rötungen auf, aber nicht zu viel. Wir sind hier wieder vorsichtig unterwegs, weil hohe Deckkraft und der ist wirklich recht hell, ne? Da muss ich ein bisschen aufpassen, weil ansonsten highlighte ich quasi die Rötung und das will ich ja nicht. Auch in dieser fantastischen Box hatte ich diesen Lippenstift drin. Das ist in der Farbe Better Rouge von Sephora Care, so ein Lippenstift. Und da habe ich mir gedacht, den könnte ich mir doch vielleicht, wenn ich ganz wild bin, und ich bin ganz wild, als Liquid Blush auftragen, oder? Mal schauen, ob das hinhaut. Ich kann den ja... Oha! Ja, der ist auf jeden Fall sehr intensiv, sehr cremig. Nehme mir meinen Foundation-Pinsel und lade ihn hier schön mit Farbe auf. Das kann jetzt sehr funny werden, Leute. Aber ich habe gleich eher einen dezenteren Blush als Puderblush. Und da habe ich mir gedacht, komm, kannst du doch mal hier dann als Creme-Blush vielleicht, ja, etwas intensiver werden. Ist schon intensiv, verbindet sich aber toll mit der Base, Leute. Kann man machen. Ist jetzt ganz schön viel, Claudi, ne? Das Pat McGrath Labs Under Eye Blurring Powder hatte ich noch hier. Das werde ich jetzt einfach mal verwenden, um unter meinen Augen abzupudern. Auf meinen Augen muss ich es eigentlich nicht, weil da werde ich gleich die Lidschattenpalette von Huda Beauty verwenden, die neue, die Creamy Palette. Und ja, da wird es dann relativ wenig Sinn ergeben, wenn ich da jetzt schon abpuder und so ein Kram alle, ne? Das habe ich auch schon ein bisschen länger da von Milk Makeup, dieses Translucent Light neue oder neu formulierte Puder. Das ist ein loses Puder und das nehme ich mir hier mit meinem Puderpinsel auf und sette damit mein komplettes Gesicht. Ja, das macht alles nochmal ein bisschen softer, weich gezeichneter und den Glow müssen wir uns auf jeden Fall gleich noch irgendwie wiederholen. Aber ja, so schaut es aus. Ne? Ist ein schönes Puder, kann man sich angucken, wenn man möchte. Ich habe jetzt von REM Beauty mir den Bronzer gekauft. Send to Voicemail. Satin Matte Bronzer. Jo. Der könnte farblich ganz gut sein. Der sieht jetzt schon recht warm aus, ne? Und ja, das werden wir jetzt mal ausprobieren, wie der so in meinem Gesicht wirkt. Sehr, 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 sehr soft. Also da siehst du nicht allzu viel von. Aber gut, jetzt gegen den Cream Blush quasi anzustinken, ist jetzt auch eine Herausforderung, ne? Es ist halt eher ein Hauch von. Das heißt, ich neige jetzt auch gerade so dazu, dass ich versuche, mir den noch weiter aufzubauen. Das ist schon krass. Also den muss ich nochmal solo ausprobieren, weil so ist er mir ein bisschen zu schwach auf der Brust. Auch von REM Beauty habe ich hier den Peach Planet Satin Matte Blush. Das ist dieser hier. Die Verpackung, ja, kann man drüber streiten, ne? Ich finde die doch für den Preis, den man dafür bezahlt, relativ leicht. Ja, und Peachy ist jetzt ja auch echt so im Trend. Mal gucken, ob man den überhaupt jetzt über dem sieht. Ein bisschen sieht man ihn schon, doch, ja, ja. Und der hat wirklich auch was Seidenmattes mit dabei. Der ist aber jetzt nicht so bam in your face glowy. Also, ne, so schaut er aus. Und diese Peach-Blushes oder Peach-Produkte generell sind jetzt ja auch alle total im Kommen und dieses Jahr angesagt. Also kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Hätte ich jetzt nicht unbedingt dann einen Creamy Blush drunter gebraucht, aber naja, ne? Den Spaß gönne ich mir. Auch ein Produkt, was ich schon eine ganze Weile hier habe und toll finde, ist von Anastasia Beverly Hills, der Glow Seeker Highlighter. Habe ich hier in der Farbe Sun Idol. Ich habe den auch in der Limited Edition zum Lunar New Year. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Highlighter. Ich verwende jetzt einfach aus faulheitstechnisch Gründen meinen Puderpinsel, um den hier auch aufzutragen. Das ist halt wirklich einer, der eher im Sommer bei mir geht, weil der halt diesen goldenen Stich mit drin hat, ne? Das ist dann halt immer so eine Sache. Jetzt so Frühling und Winter sind bei mir halt wirklich
sehr, sehr helle Highlighter angesagt, weil alles andere zu dunkel aussehen könnte. Man sieht hier auch diesen etwas güldenen Glow. Ich mag tatsächlich diesen Highlighter. Der hat auch so, ist ganz fancy, der hat auch so leicht bläuliche Sparkles mit drin, wenn ich das jetzt so auf der Haut sehe. Und ja, der ist halt, ja, schön. Ne? Also der ist nicht nur ein Hauch von, der ist auf jeden Fall da, je nachdem, wie stark man sich den aufbauen möchte. Aber ich finde, das ist ein Highlighter, den man sich durchaus anschauen kann. Ich habe jetzt von Benefit so eine Masterclass besucht, wo ich ein bisschen mehr Informationen zu den neuen Produkten gekriegt habe. Ich habe hier das Precisely My Brow Wax. Das ist dieses hier, habe ich in der Farbe 2,5. Mal gucken, ob ich das jetzt auch so umsetzen kann, wie uns das gezeigt wurde. Mal schauen. Ich trage mir das jetzt erstmal so in mein Augenbrauenhärchen rein, dass ich damit quasi schon mal meine Augenbrauen einfärbe, weil so ist es gedacht, ne? Dass man das quasi erst aufträgt und damit die Augenbrauen auffüllt. Man kann da auch richtig von hinten nach vorne durchgehen, aber ich glaube, dass es bei mir nicht so gut ist, weil ich halt doch durch das Augenbrauenwachstumsserum, das Lashlim von Özlem, recht lange Augenbrauen habe. Ja, ist so. Und das dann nicht so fein aussieht. Aber ich muss wirklich sagen, jetzt wo ich mir das halt zuerst auftrage, merke ich richtig, wie das die Härchen greift und das auch vernünftig macht. Ne? Also das gibt schon eine Augenbraue dadurch. Wenn man jetzt vielleicht auch schon etwas definiertere Augenbrauen hat, als ich das habe, dann ist es wahrscheinlich auch als Solo-Produkt richtig großartig. Ich bin halt nicht so gesegnet mit definierten Augenbrauen und dementsprechend ist es für mich dann etwas schwierig, das Solo anzuwenden. Weil wenn ich die jetzt so hochkämme, habe ich halt crazy Eyebrows. Ist wirklich so, ne? Also das finde ich an mir persönlich ein bisschen zu verrückter Professor. Das heißt, ich nehme jetzt hier auch den Precisely My Brow Pencil, um das Ganze jetzt zum einen ja, formtechnisch in Form zu bringen, zu korrigieren und auch die viel zu langen Härchen, die jetzt hier hochstehen, so ein bisschen hinzulegen. Das trocknet recht schnell an, also da musst du auch wirklich zackig mit arbeiten, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe die falschen Augenbrauen dafür. Das wird hier vorne echt schäbig. Also bei der Dame, die uns das gezeigt hat, sah das super, super, super schön aus, ne? Bei mir einfach so gar nicht. Naja, wie ich in meinem Video erwähnt habe, wo ich euch meine 29 Make-up-Packs vorgestellt habe, ist im i verlinkt. Wenn es irgendwann nicht mehr weitergeht, dann lasst das mit den Augenbrauen und lasst sie, wie sie sind. Dann ist das nun mal so, ne? Ich habe mir von Huda Beauty diese Creamy Palette geholt und da bin ich sehr gespannt drauf, denn wir haben hier 8 Creamtöne drin und einen einzigen zum Setten. So schaut die aus und da möchte ich jetzt einfach mal mit euch zusammen mir die Palette als Swatch angucken. Hä? Nee, die Schimmertöne sind so halb creamy scheinbar. Okay, spektakulär. Die fühlen sich aber relativ cremig an. Ganz, ganz aufregende Palette. Okay, wir swatchen erstmal. Ich habe jetzt mal nur die Creamtöne geswatcht und die Schimmertöne und jetzt bewusst nicht den einzigen Settington. Das macht ja keinen Sinn, das ist einfach nur ein Eierschalenton. Die Palette wirkt schon mal vielversprechend, Leute. Ich bin gespannt, wie die jetzt auch auf dem Auge sein wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht immer so zwei Töne kombinieren könnte. Also die beiden zum Beispiel so matt und Schimmer quasi, ne? Und die beiden, ja wie das halt auch hier zusammen konstellationstechnisch ist, die beiden. So dass man so einen Two-Shadow-Look sich auch immer relativ easy damit machen könnte. Aufregend. Ich glaube, ich starte mal mit diesem, ja wie nenne ich ihn? Quasi altrosa Taubton. Bin da jetzt mit meinem Pinsel rein, trage den mir auf meinem Auge auf und auch hier so in den Innenwinkel. Okay, da kommt jetzt gerade nicht so viel auf mein Glied. Vielleicht muss man den vorher mit dem Finger auftragen. Ja, mit dem Finger kann man den dann auftragen. Das funktioniert auf jeden Fall besser. Das ist eine ganz abgefahrene Art und Weise, Lidschatten aufs Auge zu bringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht so einen ganz streng gebundenen Smudger. Mal gucken. Da gehe ich jetzt nämlich in diesen grauen Ton rein. Das ist dieser hier. Das ist so ein richtiges Taub, ne? Genau. Mal schauen, ob der Pinsel das dann aufnimmt. Weil ich habe es ja gesehen, wenn ich mit dem Finger reingehe, dann schiebe ich den Ton im Pfännchen zu sehr und da habe ich dann auch ein bisschen Bedenken, ob ich da nicht was kaputt mache. Will ich ja nicht. Den trage ich mir jetzt hier außen auf, setze mir den auch ein bisschen in die Lidfalte mit rein. Das ist natürlich eine Sache, ne? Die Cremigkeit gibt uns die Möglichkeit, die Töne extrem schön miteinander zu verblenden. Also da hat man jetzt einfach das, ne? Das ist toll. Ach, was soll's. Guckt euch das Trauerspiel aus der Nähe an. Also man sieht es halt vor allem hier
Und hier, ne, dass ich dann ganz trockene Augen habe, das liegt halt wirklich an der Zeit. Und dass ich zu wenig trinke wahrscheinlich auch. Ich glaube, den Ton setze ich mir auch ein bisschen an den unteren Wimpernkranz. Ich hoffe echt, dass das hält, ne? Das sieht jetzt auf jeden Fall ganz fein aus. Ob ich jetzt dafür so eine Palette brauche, keine Ahnung. Jetzt möchte ich das Ganze ein bisschen abdunkeln. Dafür gehe ich in diesen Ton hier. Den setze ich mir dann nur hier außen in meinem äußeren V hin. Und auch ein bisschen am unteren Wimpernkranz, am äußeren Drittel. Ich glaube, ich habe jetzt so gut wie, also den habe ich verwendet, den habe ich verwendet, den habe ich verwendet, den da oben habe ich noch nicht verwendet. Nämlich zum Ausblenden quasi, keine Ahnung, man muss ihn ja auch irgendwie einsetzen, ne? Das ist dieser hier, wie heißt der? Das ist so ein Roséton irgendwie, den setze ich mir dann quasi außen entlang, auch am Augenbrauenbogen entlang, um den quasi ein bisschen zu highlighten. Also im Prinzip diese Linie, als würde ich meine Augenbraue ausschneiden. Ist schon hell. Muss man aufpassen, dass man nicht zu tief kommt. Wahrscheinlich sollte man den erst machen und dann halt die dunkleren Cremetöne davon verwenden. Den Pinsel, den ich eben versucht habe zu verwenden, habe ich jetzt mal sauber gemacht, weil man lässt ja nichts verkommen. Dann nehme ich dann diesen einzigen Puderton hier, den einzigen matten Puderton, glaube ich, dass ich das so mache und sette damit das, was auf meinem Auge drauf ist und auch das am unteren Wimpernkranz. Oder hätte man die klebrige Base für die Schimmertöne lassen sollen? Bin schon ein bisschen verwirrt. Vielleicht hätte ich mir vorher mal ein Video dazu angucken sollen, hm? Und nicht einfach so drauf los benutzen. Egal. Ich war so fasziniert von diesem hellen Schimmerton hier in der Mitte. Den fand ich ja so fantastisch. Und ja, den möchte ich mir auch komplett hier auf mein Lid auftragen. Ja, nee, das geht nicht. Schade. Da hätte ich die nasse Base lassen sollen. Okay, das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal mit meinem, mit diesem Taupe. Das ist halt schon sparkly, aber nicht so wie auf dem Finger oder beim Swatch. Da ist viel mehr davon. Und ich glaube, jetzt bei diesen cremigen Sachen mit einem Glitterglue zu arbeiten, ist halt irgendwie auch irgendwann mal zu viel. Naja, sagen wir, wie es ist. Ich habe zu früh gesettet und muss mit den Konsequenzen leben. Dann habe ich halt nicht dieses mega sparkly Ergebnis, wie das, was ich hätte haben können. Nun, schön. Den gebe ich mir aber auch noch in den Innenwinkel. Ist so abgefahren. Im Pfännchen, in der Pfanne, sieht der so dunkel aus und auf dem Auge so hell, ne? Jetzt nehme ich mir dieses Schwarz und das ist ja wirklich wie so ein typischer Gel-Eyeliner. Dann nehme ich mir auch einen Eyeliner-Pinsel für. Versuche nicht allzu viel aufzunehmen, weil das ist tatsächlich ein sehr, sehr stark pigmentierter Ton, wie ich eben ja gemerkt habe. Und damit versuche ich mir jetzt einen Eyeliner zu ziehen. Ist halt eher ein Hauch von, aber es ist da und es ging relativ simpel, ne? Kannst du schon steil mitgehen. Vor allem auch so natürlichen, leicht ausgeblendeten könnte man theoretisch damit machen. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber könnte man. Ich persönlich weiß einfach nicht oder verstehe die Palette noch nicht so ganz, sodass ich noch nicht wirklich sagen kann, für wen ist denn die jetzt eigentlich gedacht? Ist die für Anfänger gedacht? Ist die für leichte Looks gedacht? Ist die für intensive Looks gedacht? Was hat sich der Autor dabei überlegt? Man weiß es nicht. Nun ja, ich habe sie jetzt auf jeden Fall auf den Augen. Finde den Look okay. Es ist jetzt aber kein exorbitant krasser Look, finde ich jetzt persönlich. Ne? Ich hatte ja eben erst gedacht, dass man dadurch kein Fallout bekommen könnte. Aber dieser Schimmerton hat ja trotzdem ein bisschen Fallout, weil das ist ja doch kein cremiger Ton. Also ich muss mich da noch ein bisschen rantasten. Nun, was aber auch in der Box drin war, habe ich just mir gerade leer gemacht, von Make Up For Ever ist das Mist and Fix. Schaut so aus. Ich hatte das in der Reisegröße und das hier sind jetzt 100 ml. Ich hoffe, dass dieser Sprühkopf besser ist als von dem, was ich hier so hatte. Mal schauen. Mhm, definitiv. Denn das bei der Reisegröße war nicht so angenehm, um es mal so zu sagen. Bei den Mascaras, die in dieser 2023 Favoritenbox drin waren, habe ich mir gedacht, wirklich? Das sollen die besten Mascaras aus dem letzten Jahr sein? Nun, einmal habe ich hier diese Hella Thick Mascara von Fenty Beauty. Hatte ich schon mal da, fand ich nicht so berauschend, aber ich bin jetzt aktuell in einem Wimpernstatus oder Stadium, wo Mascaras krass wirken. Mal gucken, ob die mich jetzt überzeugen kann. Und auf der anderen Seite habe ich hier von Raben eine Mascara. Das finde ich ziemlich krass. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gramm hier drin sind, aber ja, die ist hier auf jeden Fall enthalten. Keine Ahnung, die habe ich jetzt letztes Jahr ungefähr nirgendwo gesehen. Wir haben zwei Faserbürstchen. Die Hella Thick Mascara ist eine Tannenbaumform und die Raben Mascara ist eine Sanduhrform. Ohne Mascara. Erste Schicht,
Zweite Schicht. Dritte Schicht. Sehen Sie hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie unterschiedlich eine Mascara sein kann. Wow, das ist echt krass. Und die Hella Thick hat mich gerade tatsächlich auch wieder ein bisschen glücklich gestimmt, also die hier. Und ich glaube, dass es die Leute gibt, die tierisch auf dieses Ergebnis abfahren und die, die tierisch auf dieses abfahren. Ich gehöre zu diesen hier und finde das hier sehr, sehr mau. Ne? Das ist jetzt auch nicht die beste Mascara des Universums, muss ich wirklich sagen. Aber ich finde das Ergebnis jetzt im Großen und Ganzen ganz gut. Ich werde die behalten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich mache mir da noch eine Schicht auf diese Seite, damit das Ganze ausgeglichen ist. Ja, wenn ich jetzt hier noch eine Schicht drüber mache, wird es auch. Das mag ich auf jeden Fall auch leiden. Wow, krasses Pferd. Ich muss jetzt noch ein bisschen korrigieren, dass meine Augenbrauen noch irgendwie wieder vernünftiger aussehen. Weil ich es mit dir nicht richtig. Sieht doch scheiße aus. Bevor ich meine Stummfrisur richte, nehme ich jetzt einen Lip Liner. Das ist von Pat McGrath Labs. Der Permagel Ultra Lip Pencil in Suburbia. Oh, made in Germany. Auch mal ganz nett. Scheint so eine kleine Reisegröße zu sein. Und ja, das ist so ein klassischer Ton, den man im Prinzip ja, glaube ich, zu allem Möglichen tragen könnte. Denn in der Box hatten wir noch von R.E.M. Beauty etwas drin. Leute von heute, ich habe ein bisschen Bedenken. Lipstain Marker Miss Berry von R.E.M. Beauty. Und das ist wirklich ein Textmarker oder Edding. Ich weiß es nicht. Es ist ja der Wahnsinn. Das heißt, es wird mir auch die Lippen einfärben. Mal gucken. Ja, das könnte farblich auch ganz gut zu dem Lip Liner passen. Uiuiuiui. Uiuiui. Ich finde den relativ ungleichmäßig. Das ist halt immer das Problem bei dunklen Produkten, ne? Relativ fleckig auch auf den Lippen. Muss das so? Ich glaube, der muss jetzt quasi antrocknen und dann wird's gut. Abgefahren. Okay, weil noch fühlt er sich natürlich relativ klebrig an. Ich sehe aus wie ein Vampir gefühlt. Also als, weiß ich auch nicht. Dunkle Lippen sind immer so eine Sache für sich, ne? Kann man nicht anders sagen. So, ich kann jetzt aber natürlich meinen Schmuck umtun. Das mache ich auch. Dann kann er nämlich trocknen in der Zeit. Ist aber immer noch relativ sticky. Also ich glaube, den muss ich gleich erstmal abblotten. Abblotten ist nicht so leicht, wenn das Tuch darauf kleben bleibt, ne? Muss jetzt wahrscheinlich noch irgendwie ein bisschen, keine Ahnung. Vielleicht kann man, nee, wenn man Gloss drüber macht, macht man es ja quasi ab, ne? Egal. Ihr Lieben, das ist jetzt der fertige Look. Jetzt kommt noch der letzte Duft einmal für mich drauf. Das ist Yum Pistachio Gelato Nummer 13. Oder 23, 33, genau. Das sind Pistachio Gelato, Haselnuss, süßer Rum, Whipped Cream, Marshmallow und Cotton Candy als Duftnoten. Und das gebe ich mir jetzt mal so in meine Haare. Ich kenne den Duft, ich liebe diesen Duft. Der ist nämlich Frühling. Der ist ein süßer Frühlingsduft. Und zu den Düften kann ich euch sagen, Vanilla 28, genau, ist so ein wirklicher Alltagsduft, den ich euch wirklich als Alltagsduft sehr ans Herz legen möchte. Auch der Yum Pistachio, der ist aber nochmal ein Tick mehr, ein Tick besonderer, würde ich mal so sagen. Wo, wenn man an jemandem vorbeiläuft, nochmal so ein vielleicht kommen könnte, so nach dem Motto, was trägt sie gerade, ne? Und wenn man dann richtig auf die Kacke hauen will, ist tatsächlich der Fenty Beauty Duft auch ein, oder der Fenty Duft ein Duft, der super außergewöhnlich ist. Also ich habe sowas noch nie gerochen. Ich finde den sehr abgefahren, sehr, 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 sehr nice, wenn der erste Schwung verflogen ist, ne? Also alles drei sehr schöne Düfte, wobei ich persönlich sagen muss, dass der Pistachio und der Fenty Duft die beiden sind, die am besondersten sind und der Vanilla Duft halt wirklich so ein Alltags Allrounder Duft sein könnte. Zum Full Face habt ihr im Laufe des Videos immer wieder meine Meinung ja auch gehört. Tja, ich hatte schon bessere Looks drauf, ich hatte auch schon schlechtere Looks drauf. Ich bin nicht so begeistert, ganz ehrlich. Also ich bin erstaunt darüber, wie gut ich die Fenty Mascara jetzt doch auf einmal finde. Aber ich finde den Look an und für sich jetzt nicht so besonders. Das liegt auch am Augenlook, ganz einfach. Ne? Die Palette würde ich euch jetzt nicht so unbedingt empfehlen. Da gibt es andere kühle Paletten, die auch ganz normal mit Pudertönen arbeiten. Die sind einfacher in der Handhabung, ganz einfach. Kann ich euch einfach nur so sagen. Ne? Zu dem Blush, den finde ich sehr, sehr schön. Auch wenn man natürlich noch sehr intensiv das Creamige durchsieht. Beim Concealer habe ich wahrscheinlich eine etwas zu helle Farbe gewählt. Ist aber nicht schlimm. Die Foundation mag ich als Alltagsfoundation sehr gerne. Augenbrauenprodukte
sind nicht ganz so mein Vibe zu meinen Augenbrauen-Formgeschichten. Ansonsten, ja, die Lippen sind total außergewöhnlich und die sind gewöhnungsbedürftig. Ne? Ach so, fast vergessen. Auch in dieser Box mit drin gewesen hatte ich hier von Moroccan Oil Color Care Shampoo mit 70 Millilitern. Das finde ich ganz schön. Moroccan Oil ist eine sehr, sehr angenehme Haarpflegemarke. Und von Eborian die Centella Creme. Das ist eine Anti-Redness Cream mit 50 Millilitern. Die dürfte fürs komplette Gesicht sein und das finde ich sehr, sehr nice. Vor allem für die Leute, die jetzt ja natürlich auch ein bisschen mehr in der Sonne verbringen, ne? Könnte das ganz gut funktionieren. Centella Asiatica beruhigt nämlich. Also das sind die beiden reinen Pflegeprodukte in der Box. Ansonsten sehr, sehr viel dekorative Kosmetik. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Ich hoffe, dass ich euch unterhalten konnte und ihr Spaß dabei hattet. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.